Wir sind ein Unternehmen, was in Baden-Württemberg beheimatet ist und insofern sind wir Bürger dieses Landes. Ich habe persönlich auch mit Stuttgart, der Landeshauptstadt, sehr viel zu tun im Bereich der Wissenschaft, Hochschulen, Hochschulmedizin, aber auch im Bereich Kunst und Kultur. Das Haus der Geschichte ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich dort im Vorstand des Fördervereins bin. Insofern liegt das einfach nahe. Und wenn ich das noch sagen darf, wir sind auch an der Regionalbörse Stuttgart notiert und eben nicht nur in Frankfurt und Zürich und sind darauf auch stolz. Ich glaube, wir sind alle eingebettet in historische Abläufe und sollten uns das bewusst machen. Das hilft, manches besser zu verstehen in unserer Zeit und auch die Dinge in ihrer jeweiligen Dimension zu sehen. Es gibt auch dann ein Stück Bescheidenheit und insofern ist, glaube ich, Geschichte eine ganz wichtige Disziplin für uns alle und das kann man nur fördern. Ja gut, das ist meine Heimat. Ich bin zwar, wenn Sie so weit zurückgehen, Badener ursprünglich, so sind wir auch aufgewachsen damals in unserer Jugend, aber ich habe sehr viele Freunde, sehr viele Verbindungen hier in Stuttgart und in Württemberg und schätze das Land außerordentlich. Und es ist ja nun Baden-Württemberg, das Land der mittelständischen Industrie, der eigentümergeführten Familienunternehmen, das Land der Tüftler, der Innovatoren und damit ein ganz besonderer Boden. Außerdem ist es ein schönes Land. Ich habe promoviert mal über ein wirtschaftshistorisches Thema. Das war die provinzialrömische Geschichte unseres Raumes. Ich fand das faszinierend. Also es waren die beiden ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Und sowas begleitet einem ja dann ein Leben lang, wenn man sich damit einmal einige Jahre während der Promotionszeit intensiv befasst hat. Außerdem ist natürlich das 18. Jahrhundert in jeder Weise eine glanzvolle Periode gewesen, in der Musik und in vielen anderen Bereichen. Also ich glaube, zunächst mal hat das Museum ja die klassischen Aufgaben, sammeln, bewahren, die Dinge auch konservatorisch gut betreuen, forschen natürlich auf seinen jeweiligen Feldern. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Auftrag ist in den letzten Jahrzehnten geworden, die Vermittlung, das nach draußen gehen. Die Museen sind ja Gott sei Dank alle offen geworden und da richtet sich natürlich ein Blick auf unsere Jugend, auf die Kinder und Jugendlichen, die gewonnen werden müssen, interessiert werden müssen an der Geschichte und an der Kunst- und Kulturgeschichte. Aber wir leben ja auch in einer alternden Gesellschaft und das sind Menschen, die eben auch in den späteren Phasen ihres Lebens Sinn suchen und die sieht man ja auch vermehrt in Museen und ich glaube, das sind sehr vornehme Aufgaben.